Moin Lichtsetzer. Ja, heute mal ein ganz kleines anderes Video. Gerüchte, 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 sage ich dazu nur. Oder es ist wirklich so. Ich gehe stark von aus, es wird so kommen. Hier in meiner Hand halte ich die Insta360 X3. Die ist, glaube ich, im September 22 ist sie rausgekommen, also gute 1,5 Jahre auf dem Markt. Und Insta hat sich wohl entschieden, eine neue Kamera rauszubringen. Zu Gerüchten zufolge, das Ganze natürlich mit 8K. Und wenn man den Teaser, den ich jetzt mal an der Stelle hier einblende, Glauben schenken mag, dann wird das Ganze in 8K kommen. Ja, wie ihr in den Teaser gesehen habt, also ich sag mal, das ganze Teaser-Material scheint definitiv, also wenn man also die Specs bzw. die Bilder sich genau anguckt, ne, vorne wird schon mal eingeschaltet mit 8K an der Stelle und da muss man ganz klar sagen, und das ganze Bildmaterial dazu sieht, das bleibt gar nichts anderes übrig als eine 360-Grad-Kamera. Also von daher, das wird sehr, sehr spannend sein. Aber es gibt auch schon ein paar technische Daten, ne? Also die ganze Kamera wird am 16.04. um, glaube 16 Uhr in Deutschland vorgestellt, weltweit 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit oder sowas, keine Ahnung, ist auch egal. Irgendwann werden wir es auf jeden Fall am 16. merken auf YouTube, weil dann wird das sogenannte Review-Bombing auch losgehen. Der ein oder andere große YouTuber hat es ja schon in seinen Videos so zwischendurch gesagt, die sind gerade am was Geheimen am Testen. So ganz geheim ist das Ganze natürlich jetzt auch nicht. Und ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, was so der Unterschied sein soll. Das sind so die Leaks, die rausgekommen sind. Und ein bisschen das Ganze hier heute, um ein bisschen Vorfreude zu streuen. So, mit 203 Gramm soll sie um 23 Gramm schwerer sein als der Vorgänger, die X3. Die Maße sollen sich geringfügig ändern. Sie soll angeblich kleiner sein, was ich sehr interessant finde, wenn das sich wirklich bewahrheitet, weil bei 8K kleiner, das wird natürlich auch ein kleines Hitzeproblem eventuell geben, weil 8K, das sind natürlich ganz schön Leistungen. Ich muss sagen, die Insta360 X3 hat sich bei mir noch nie abgeschaltet wegen Hitze. Also jedenfalls ist mir das nie passiert, aber man filmt ja auch nicht eine halbe, dreiviertel Stunde durch. Und meistens ist sie dann ja auch im Wind, wenn man das Ganze macht. Also von daher, aber bei 8K kann ich mir schon vorstellen, dass da eventuell ein kleines Hitzeproblem entstehen würde. Die 8K-Auflösung, nach dem, was man so sieht oder gehört hat, beziehungsweise was zu der Leak sagt, sind wohl 30 FPS möglich. Bei 5,7K sind es dann wohl 60 FPS drin und bei 4K sind es wohl 100 FPS. Wir werden es sehen. 360 Grad Fotos werden natürlich weiterhin möglich sein mit 72 oder 80 Megapixel. Bei der Optik hat Insta anscheinend wohl nicht ganz viel geändert. Es bleibt bei den 6,7 mm Brennweite bei einer F1.9 Blende. Ja, und was ganz besonders interessant ist, und ich denke mal, das ist auch dem 8K wieder geschuldet, der Akku soll definitiv mehr Dampf bekommen, ne? Also der jetzige Akku hat 1800 mA und er soll ansteigen auf 2290 mA. Das muss man wohl auch bei haben und auch wenn, mal gucken, ob das so stimmt, 70 Minuten soll man in 8K filmen. Wenn also wirklich diese 70 Minuten in 8K ohne Hitzungsprobleme mit einem Akku schaffbar sind, dann sage ich ganz ehrlich, Chapeau, Insta360, dann habt ihr einen richtig geilen Job gemacht. Ja, was ist noch drin? Videobitraten sollen nicht so erhöhen, aber ich glaube, das Interessanteste wird der Preis sein. Und dass die Kamera kommt, das merkt man schon daran, wenn man auf die Insta360-Seite geht. Da wird die X3 nämlich tatsächlich jetzt schon um 60 € weniger verkauft. Ich denke mal, der Preis der Insta360
X3 wird also demnächst noch ein bisschen weiter fallen vom Preis. Das war beim letzten Mal bei der X2 auch so. Das heißt, man wird ja noch die noch da sind, also abverkaufen wollen. Und wer kein 8K braucht, ist mit der X3 eigentlich auch gut bedient. Aber die X4, so soll sie ja heißen, was ja auch logisch ist von der Konsequenz her, soll etwa 530 US-Dollar sein. Das soll so etwa so ein Startpreis zwischen 540, 570 Euro wahrscheinlich in Deutschland sein. Ja, ob ich sie mir kaufen werde, eher wahrscheinlich nicht, weil ich brauche kein 8K und das ist auch ganz einfach, woran das liegt. Mein Mac würde das wahrscheinlich gar nicht mehr verarbeiten und 8K ist auch eine Menge Videomaterial. Jetzt bin ich auch ganz ehrlich, ob man das auf YouTube wirklich sehen würde, diesen 8K-Unterschied, mag ich jetzt nicht bezweifeln, wird man sicherlich sehen, aber das ist mir gar nicht so wichtig, weil ich die Insta360 tatsächlich eher für private Zwecke für mich einsetze, wo ich eben halt durchgelaufen bin als Erinnerung. Und da reicht mir das Ganze hier in den 4K vollkommen aus und da bin ich total glücklich mit. Also von daher eine 8K werde ich mir nicht kaufen. Aber wer schon immer mal mit dem Gedanken gespielt hat, eine Insta360 X3 zu kaufen, ich glaube, die nächsten Wochen werden da sicherlich sehr interessant sein, weil ich denke, wie gesagt schon, der Preis wird sicherlich fallen. Wie gesagt, das Ganze hier nur ein bisschen Gerüchte und das Ganze auch ein bisschen gerüchtemäßig anfeuern. Das möchte ich natürlich an der Stelle auch mal. Ich kriege die Kameras ja leider nicht vorher. Wäre ja schön, sowas mal zum Testen zu haben. Mehr so zum Spaß her, ob das wirklich ein Unterschied wäre. Aber wir werden es am 16.04. definitiv sehen, was dabei rauskommt, was Insta360 da wirklich gemacht hat. Und ich sag mal so, das könnte der neue geile heiße Scheiß werden, wie man so schön neudeutsch immer so sagt. Und ich denke mal, wir werden auch die nächsten Wochen mehr als genug Material dort sehen und uns dann wirklich ein gutes Bild machen können von der Insta360. Ja, und eine Sache will ich jetzt gar nicht verhehlen noch. Wenn man auf die Seite von Insta360 gehen würde und sich den Teaser dort nochmal bei YouTube anguckt und Kommentare darunter schreibt, ich habe das auch gemacht, dann hat man die Chance, eine Insta360 X4 zu gewinnen. Was muss man dafür tun? Natürlich muss man den Kanal von Insta360 abonnieren. Kann man gerne machen. Ihr dürft aber gerne auch meinen Kanal abonnieren. Dann muss man eben halt einen Kommentar unterschreiben, was auf seiner Bucketliste dort stehen würde, was man mit 8K machen würde. Ja, also ich würde selber gerne nochmal auf die Lofoten und Schottland-Tour steht natürlich auch noch an. Also das wäre natürlich schon Bringer. Und wenn ich sie gewinne, würde ich nicht Nein sagen, aber ich gönne euch das genauso. Also von da aus geht ruhig mal rüber, Gewinnspiel von Insta360, dort rüber zu gehen und dort in den Kommentaren zu schreiben. Und ich glaube, wenn eine gewisse Kommentarzahl da ist, die ist glaube ich inzwischen erreicht, tun sie sogar zwei Kameras raus. Also von daher, da lässt sich Insta360 nicht lumpen und ich drücke euch allen die Daumen, dass das Ganze klappt. Ja, das Ganze hier kurze Information und ich denke mal, der 16. ist ja nicht mehr ganz so weit, also brauche ich auch nicht mehr ganz so viel erzählen. Wir warten mal so ein bisschen ab. Das ist ein bisschen warten wie auf das Christkind. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wann ihr das auch immer gesehen habt. Ich bin wieder raus. Viele Grüße, euer Thorsten.